hallo und willkommen zurück in Slowenien. Ja, für euch hat es jetzt eine ganze Woche gedauert, für mich nur ein paar Stunden. Es ist am späten Nachmittag und ich bin jetzt in der sogenannten Wasserfallkathedrale unterwegs. Es ist ein Gebirgsbach mit mehreren Wasserfällen, ich glaube 4 oder 5 habe ich jetzt gezählt. Und ich bin mehr oder weniger jetzt beim ersten angelangt. Es ist zwar unterhalb noch ein kleiner Wasserfall, der was auf der Karte auch als Wasserfall eingetragen ist, aber das ist eher ganz was Kleines. Kann natürlich sein, wenn es im Frühjahr, dass ein bisschen mehr Wasser herrscht, dass da noch mehr Wasser runterkommt. Aber dieser Wasserfall ist schon bekannt, man sieht ihn im Internet, haben schon viele fotografiert. Das Einzige, was ich jetzt da sehe, es hängt ein gelbes Seil mitten im Wasserfall. Ist jetzt zum Fotografieren nicht sehr vom Vorteil. Und man könnte sagen, man retuschiert das Ganze dann in Photoshop oder in Lightroom raus. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das dann ausschaut. Das ist genau die ganze Länge über 3-4 Meter hängt das Seil recht schön im Wasserfall hinein. Ja, ich werde auf alle Fälle da jetzt versuchen, ein Bild zu bekommen. Ja, den oberen Pool, es sind 2 Pools und das Seil hängt genau im oberen Pool. Das wäre fein gewesen, wenn das Seil nicht drin hängen würde, aber was soll man machen? Ja, ich werde jetzt die Kamera aufbauen, was ein bisschen schwierig ist. Man hat nicht sehr viel Platz. Und normalerweise fühle ich mich da nicht sehr wohl an solchen Abgründen links, rechts. Also recht, momentan fühle ich mich noch einigermaßen wohl. Gut, dann schaue ich, ob ich hier irgendwo meinen Rucksack hinlegen kann und die Kamera aufbauen. Aber bevor, zeige ich euch noch, was da vor mir liegt und wie ich das ungefähr im Kopf habe zu fotografieren, denn ich glaube nicht, dass ich da das Display filmen werde. Ja, das sind die 2 Pools, von denen ich gesprochen habe. Und wenn man da hineinzoomt, sieht man da das Seil, was sich recht schön ein bisschen unterzieht. Aber ich werde auf alle Fälle ein Foto aufnehmen mit dem Seil. Mal schauen, wie sehr das auffällt, beziehungsweise vielleicht kann ich es ein bisschen retuschieren dann in Lightroom. Aber es schaut irrsinnig interessant aus. Mir gefällt links und rechts das Grün, ebenfalls da unten. Wir versuchen, dass ich das mit hineinnehme, vielleicht ein Querformat. Dann natürlich Hochformat, bisschen unter, mal schauen, wie ich das da in der Bildkomposition reinbekomme. Aber es schaut interessant aus. Recht viele Möglichkeiten haben wir natürlich nicht, denn man kann nicht wirklich einen Schritt zur Seite oder nach vor. Man ist da mehr oder weniger fixiert auf diesen einen Punkt und schauen wir, was wir daraus machen können. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist jetzt der nächste Tag. Ich habe gestern abgebrochen, denn ich war einfach zu erledigt. Und bei dem Wasserfall, wo ich jetzt bin, da war der Abstieg sehr, sehr beängstigend und erschreckend. Und heute habe ich einen anderen Weg runtergefunden, denn ohne Seil ist es da unmöglich, da heil runterzukommen, und ich war gestern einfach zu erledigt. Ich bin zwar noch ein bisschen weiter rauf, habe das dann aber auch gecancelt und bin nachher zurück, habe was gegessen und dann ins Camp. Ich war fertig an diesem Tag. Aber heute ist der letzte Tag, Tag der Abreise. Ich wollte unbedingt daher, nur wie man sieht, Canyoning. Die ruinieren mir jetzt wieder ein bisschen das Motiv. Das heißt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt runterkommen und wie lange das jetzt dauern wird. Von der Location her, sie schaut jetzt nicht schlecht aus. Sie ist sehr beeindruckend, wenn man schaut. Das ist ähnlich wie der Kotsjak-Wasserfall mit einem Felsüberhang. Und der Wasserfall liegt wieder in so einer Nische. Wasserfall alleine fotografieren wirkt jetzt ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir gedacht,
Ich nehme da irgendwelche Felsformationen mit ins Bild. Es sind kleinere Wasserfälle im Vordergrund und den großen Wasserfall dann im Hintergrund. Aber ja, jetzt einmal schauen, wie lange das da jetzt dauert. Oh Mann. Hätte da ein bisschen früher herkommen sollen. Ja, es kommen da eine Gruppe nach der anderen, deswegen muss ich ein bisschen schnell sein, wenn ich meine Fotos haben will von Wasserfall. Ich nutze die Zeit immer dazwischen, wenn da die ganze Gruppe herunten ist, um ja, mir verschiedene Blickwinkel zu finden. Was gar nicht so einfach ist. Es ist nicht sehr viel mit dem, was man da arbeiten kann. Es ist ja, ein großer Pool hinten dabei, da haben der Wasserfall. Und die Steine im Vordergrund oder Felsen, was ich vorher gemeint habe, sie wirken jetzt nicht wirklich interessant. Ich habe drüben eine nette Spiegelung, weil die Sonne kommt teilweise herein und wirft mir auf das Wasser und Licht und ja, das kreiert ganz so ein abstraktes Muster. Da habe ich probiert, ein paar Bilder zu bekommen und dieser Ausschnitt, jetzt, was ich jetzt da gewählt habe, dürfte der interessantere sein. Ich nutze einen Felsüberhang ziemlich in Bodennähe. Ich habe gar nicht den ganzen Wasserfall drauf, ich habe nur den unteren, ja, vielleicht 2 Meter von dem Wasserfall, habe ich am Bild drauf. Und es schaut aus, wie wenn der von dem Felsüberhang da hervorschießen würde. Ich zeige das am Display, was ich da habe, und dann glaube ich, werden wir uns am Weg weitermachen. Denn ja, ich glaube fast, die nächste Gruppe lässt nicht lange auf sich warten. Das ist da der Felsüberhang, was ich vorhin erwähnt habe. Und ja, mir gefällt der Bogen, den er, was er da beschreibt. Und ich habe die Kamera so positioniert, dass der Wasserfall richtig bei den Spitz da oben hervortrifft. Und ja, es schaut fast so aus, wie wenn der Wasserfall da bei diesen Felsen hervorkommt. Dabei ist er eigentlich weiter hinten. Ja, wir haben in diesem Bereich jetzt nicht wirklich viel, was los ist. Die Felswand da, es ist sehr viel, wo nicht wirklich viel am Bild drauf ist. Deswegen habe ich das Ganze auf 4:3 gecroppt. Werde vermutlich in Lightroom das Ganze noch auf 4:5 croppen. Aber ich finde den Blickwinkel sehr interessant, eben weil dieser Felsüberhang da das ganz interessant gestaltet. Die Schärfeeinstellung. Ich verwende jetzt das 1635, das von Haus aus eine sehr hohe Tiefenschärfe hat. Ich habe das da mit, auf was ich fokussiere, sehr genau genommen. Das heißt, ich fokussiere jetzt, wo das kleine Rechteck ist, habe ich fokussiert mit Blende 11 und ich habe alles, was vor dabei ist, scharf, aber auch der Wasserfall im Hintergrund ist noch akzeptabel scharf. Also das funktioniert mit diesem Objektiv ganz gut. Ja, bevor ich wieder weiter marschiere, brauche ich natürlich 1-2 Bilder vom ganzen Wasserfall. Ja, ob das jetzt so das Bild wirklich so interessant ist, kann ich schwer sagen. Es ist, ja, drumherum ist jetzt nicht wirklich interessant. Und ein Problem, rechts kreiert mir die Sonne jetzt richtig einen hellen Fleck. Das heißt, ja, den kann ich jetzt nicht mit ins Bild nehmen. Wenn wir das Ganze auf Hochformat machen. So, jetzt packen wir wieder zusammen und marschieren wir weiter. Es müssten noch ja, 2-3 Wasserfälle sein, obwohl gestern habe ich schon gesehen,
ein Wasserfall ist eher, er ist schon spektakulär, aber zum Fotografieren. Fotografieren von weit weg über eine Schlucht hinweg. Und das ist nur ein sehr schmaler Wasserfall, ja, was jetzt nicht wirklich so interessant empfunden hat. Ja, ich will jetzt da alles wieder weggucken auf die Videokamera, denn ja, ich muss jetzt da wieder raufklettern. Runter war es schon nicht leicht mit den ganzen Gepäck und den Stativen. Man bleibt immer irgendwo hängen, was nicht so ungefährlich ist und dann plötzlich nach hinten reißt, wenn es rechts runter geht. Deswegen werden wir jetzt alles gut verstauen und werden uns wieder nach oben machen mit meiner Gehhilfe. Ja, das war eine saublöde Idee. Ja, der Weg zurück jetzt wieder rauf auf den normalen Wanderweg von dem Wasserfall war jetzt gar nicht so ungefährlich. Ich habe Mühe gehabt, dass ich Halt finde. Das war lauter so Laubboden, ziemlich rutschig, unten war es nass. Aber normalerweise ist es bergab bei solchen Stellen meistens ein bisschen gefährlich oder schwierig, aber das Hinaufkommen war jetzt gar nicht so einfach. Und vor allem, ich habe das große Stativ felsseitig montiert gehabt. Das heißt, das Stativ habe ich immer wieder weggedrückt von der Wand Richtung Abgrund. Und da habe ich erst realisiert, was ich da eigentlich gemacht habe. Ja, wenn ich da abgerutscht wäre, ja, die nächste Canyoning-Gruppe hätte mich dann gefunden wahrscheinlich. Ah, saublöd. Saublöde Idee. Und war es der Wasserfall wert? Nein, nicht wirklich. Ich meine, er ist schön, wenn man normal ran kann, aber für das, was ich da jetzt riskiert habe, nope. Ja, das Alter schützt vor Torheit nicht, oder wie heißt das? Ja, ich bin jetzt mehr oder weniger, glaube ich, am Ende angelangt von diesem Wanderweg. Es ist kein Rundweg oder sonst was, das ist eine Einbahn. Ich habe jetzt nicht wirklich mehr große Wasserfälle entdeckt. Es ist zwar, die Schlucht unten schaut jetzt interessant aus. Viele Felsen, wo mehrere kleinere Wasserfälle da hinuntertosen. Aber die Sonne scheint jetzt direkt in diese Schlucht. Und wenn ich da jetzt da hinausschaue, ist es alles weiß. Das heißt, ich werde jetzt gar nichts probieren, da was zu fotografieren. Denn ganz ehrlich, es sind jetzt 3,2 Kilometer bis daher und 200 Höhenmeter. Also der Aufstieg ist anstrengend, vor allem wenn es warm ist. Deswegen werden wir das heute da beenden für den letzten Tag. Ein, zwei Bilder sind sicher dabei. Ich habe es schon gesehen, ich habe es noch nicht gesehen, nur am Display hinten. Ja, ich werde es wieder umdrehen und mich auf den Nachhauseweg machen. Ich überlege, nächstes Jahr hier eine Fototour oder einen Fotoworkshop zu machen, denn die Gegend ist wirklich einfach umwerfend und ich würde liebend gern da ein paar Fotografen da mit hernehmen und da für ja, 2-3 Tage da die Gegend zu erkunden. Wenn jemand Interesse hätte für 3 Tage da mit mir da unterwegs zu sein und fotografieren, schreibt es mir direkt eine Mail oder auch in die Kommentare, dass ich ungefähr weiß, ob da Interesse bestehen würde, ob sich der Aufwand auszahlt, das Ganze zu planen für nächstes Jahr. Wann würde das sein? Ja, Anfang, Mitte Juni 2024 würde ich diesen Workshop ansetzen. Also, falls jemand Interesse hätte, schickt mir eine kurze Nachricht per Mail oder in die Kommentare oder auf der Webseite, wie auch immer. Ja, ich werde jetzt noch eine kleine Pause machen und dann werden wir den Rückweg wieder antreten. Ja, somit war es das mit diesem Slowenien-Abenteuer. Ich habe beim Bus ein paar Gedanken, was ich mir niedergeschrieben habe, was Vorteile, Nachteile sind, was geändert gehört. Vielleicht mache ich ein eigenes kurzes Video, was zusätzlich einmal erscheinen wird, wer da Interesse hat. Mein Interesse besteht, auch wieder in die Kommentare schreiben. Ja, mir sind ein paar Dinge aufgefallen, was für mehrere Tage vielleicht nicht so optimal sind. Aber ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dass bei meinem ganzen Slowenien-Abenteuer mit dabei wart.
Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch hilft den Kanal und dem Video. Kanal abonnieren, falls euch das Ganze da gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye.